Es gab mal einen Taucher und sein Name, der war Dave. Er hatte ein Problem mit seinem scharfen Shave. Und zwar mit seinem Aftershave und auch generell im Intimbereich war er sehr haarig. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben eine große To-Do-Liste. Und ja, Defeat the Client Queen. Maki müssen wir treffen in der Sushi-Bar. Okay, können wir gleich machen. Inside the Mouth of a Megamouth. Was ist denn nochmal ein Megamouth? Ich weiß nicht genau, was ein Megamouth ist. Das haben wir komplett. Feta-Korallen, Lilly-Korallen bei 150 bis 200 Meter machen wir uns auch auf die Suche. Aber erst später. Und Fossilien brauchen wir noch. Ein Animal Skull haben wir aber schon gefunden. Können wir dann abliefern. Wird gut. Leute, es werden tolle Dinge passieren. Tolle Dinge werden passieren. Den Ball müssen wir dann mal gucken, wie wir den noch finden. Aber wir gehen jetzt erstmal Sushi machen. Wir müssen Sushi machen. Leute, geht doch nicht mehr anders. Es wird immer voller. Hier ist richtig was los. Wir müssen noch mit dem verrückten Mädchen reden. Hier, Cleone. Oh, danke, Dave. So, das ist das Bild. Das habe ich gefunden. Oh, ein Foto von mir. Ja. Oh nein. Oh, Maki. Hier ist dein Vater. Oh nein, Makis Vater. Wenn du das hier siehst, dann ist meine Expedition wahrscheinlich fehlgeschlagen. Okay. Oh nein, ja. Ja, durch das ganze Reisen hat sie natürlich nicht so viele Freunde finden können. Tja, da ist es kaputt. Sei nicht so traurig. Dein Vater hat dich wirklich geliebt. Okay, was? Darf ich hier bitte arbeiten? Oh, was? Okay, Ancho, was denkst du? Naja. Du kannst hier heute schon anfangen. Sie wird ein amazing Chef, okay? Auch er schon wieder. Was hat er denn jetzt? Was? Mehr Menschen? Ja, Legende ist real, okay. Wer ist denn er, Alter? Michael Bang, der Master. Na, sieht aus, als wäre es hier der einzige Platz, wo es was zu essen gibt. Naja, kannst du Sushi machen, was mich inspiriert? Okay. Ich bin Movie Director Michael Bang, Alter. Er hat Robot Samurai gemacht. Irgendwas mit einem Stein. Warte, Robot Samurai war echt guter Film. Ich habe ihn oft gesehen. Okay, gib mir 3 Tage. Ich werde ein Essen machen, was deinen Kopf explodieren lässt. Okay, in 3 Tagen bin ich komm wieder da. Naja, ne? Und Bunch, hast du einen Plan? Ja, kochen ist eine Kunst und so. Und naja. Reis. Gib mir 1 Tag. Okay, High Quality Reis. Titan Triggerfish, Harlequin Hind und oh Gott. Das ist echt viel. Naja. Wir können auch schon lange tauchen. So, Michael Banks Inspiration. Jetzt gucken wir erstmal hier bei Stuff. Waiting Room. Was hat die denn? Die kann sehr gut kochen. Was haben wir für Cookings hier? Oh, gut. Aber er ist schon Tipmaster. Aber, ich weiß nicht. Swappen wir mal mit Maki und schauen wir mal. Maki kann echt vielleicht ganz gut kochen. Okay, machen wir das so. Research. Haben wir denn Flames? 15 von 21. Also das können wir noch nicht machen. Ach nee, ich habe 21 und 9 kostet es oder was? Oder das kostet 15. Okay, das müssen wir jetzt erstmal researchen. Okay. Wir müssen uns eigentlich auch echt mal um Interieur kümmern, ne? Was haben wir denn so für Menüs heute im Angebot? Das hier können wir schon mal nehmen.
Ja, hier. Seasoned Kajime nehmen wir auch mit. Aber es hat nur ein Lecker-Level von... Es hat kein hohes Lecker-Level. Hier. Das hat hohes Lecker-Level. Damit verdienen wir uns die Flames, Leute. Hier, Giant Trevally. Was kostet das, das zu verbessern? Da hätten wir noch ein bisschen was übrig. Packen wir mal mit auf die Karte, zwei Stück. Hier das Lecker-Level an, das ist unglaublich hoch. Hier, das hat alles gar kein richtiges Lecker-Level hier. Das hat Lecker-Level. Na, da werden ein paar schlechte Tage kommen hier. Ansonsten, wir müssen halt diese Billo-Sachen, wir müssen die erhöhen und Kram ins Restaurant schicken lassen. Weil hier, das hat nur 15. Das hat nur 15. Was ist das denn hier? Seepferdchen? Das müssen wir alles so gut es geht erhöhen, weil, ne? Es hat nicht so ein lecker Schmecker-Level. Hier, das packen wir mal mit drauf. Blood Belly Jelly. Hier, Barracuda-Dings, Alter. Das geht ab, Leute. So. Closen wir. Und dann open mal für heute Abend, würde ich sagen. Ja, machen wir mal offen. Harlequin, Coral Trout. Da müssen wir gleich mal gucken, wo wir das alles finden, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. So, die will schon was serviert haben hier. Hier auch. So. Boah, ey, der muss ja schon... Ah, guck mal, die servieren schon ganz gut nach da hinten vor allen Dingen. Hier holen wir uns die Likes. Hier wird gut serviert und gut gekocht. Dann gibt's ordentlich Sahushi. Ah, Essen kommt gleich. Da wird mal eingegossen hier. Ja, das gute Zeug. Das geht weg. Das geht weg. Oh, warte, das liefere ich nach da hinten. Sonst ist hier gleich... Oh, Mist. Warum nimmt die mir das weg? Ja, wird kommen. Alles gut. Ich glaube, die können das einfach viel schneller servieren als ich. Warum schüttet dem Mann da keiner Bier ein? Warum hat sie kein Bier eingeschüttet? Sie kann das doch. Da hinten. Warum nicht? Sie steht da nur rum. Die hatte gar nichts zu tun. Es war kein Essen in der Schleife. Frechheit. Naja, gut. Es gibt Flames. Es gibt Kram. Wir haben uns ein bisschen gesteigert. Ja, wir müssen diese Standard-Sushis irgendwie besser kriegen, dass die besser werden. Otto ruft an. Was gibt's da? Okay, er hat die ganze Nacht an was gearbeitet. Next to the fish farm. Okay, dann gehen wir mal zur fish farm. Ah, ey, jetzt gibt's auch noch Reis. Will er mich veräppeln oder was? One-Shot gute Skills, aber naja. Okay, ich hab mein Bein verletzt, also musst du die Weeds rauspluggen. Okay, Farm now. Can I visit the farm? Plug it irgendwo und I'll do the watering. Hier oder was?
Cookstar-App. Erstmal hier. Oh. Die Farm Now. Growing 5. Keine Pests. Harvestable, aber noch nichts. Im Weapon Shop gibt's was Neues. Upgrade. Ach, guck mal, ich kann das auch direkt hier auf. Was könnte ich craften? Oh, er testet sie unter Wasser sogar. Sexy. Aber jetzt ist es basic, oder was? Netgun kann ich nichts machen. Habe ich jetzt eine davon hergestellt und nehme die mit? Werden wir dann sehen. Okay. Was ist hier noch? Achso, Music. Muss einmal draufklicken. Ja, okay. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung. Boot. Einmal kurz beim Boot schauen. Wo sehe ich denn? Achso, siehst du, die habe ich jetzt dabei. Tankrealizer. Titan Triggerfish, das haben wir. Harlequin Hint. Wer ist Harlequin Hint? Und wer ist Coral Trout? Und wo finde ich die? All Missions. Yeah. Submissions, VIP Missions. Da. Okay. Reis von der Vegetable Farm. Ja, woher kriegen wir jetzt... Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht mit den Pflanzen. Aber der kommt ja schon in 2 Tagen. Michael Bang, Alter. Der lässt sich nicht so einfach abspeisen. 50 bis 130 Meter. Da müssen wir hin. Und Harlequin Hints finden. Und Kram. Schauen wir uns erstmal um. Oh nein, was ist jetzt schon wieder los? Was hat er? Was hat er denn? Will er sich mit mir unterhalten? Irgendwas will er sagen. Müssen wir Ellie fragen. So, wir müssen erstmal auf die 50 bis 130 Meters. So, hier müssen wir jetzt Fisch jagen. Was? Als ob? Was sind das für starke Fische? Hätte ich mal mein Netz mitgenommen. Aber die Makrele brauche ich gar nicht. Brauche ich den hier? Und du willst doch nicht da reinschwimmen, Junge. Da willst du doch nicht rein. Nimm mal Glas mit. Wo will er hin? Nein! Nein! Ach Gott. Wieder vielleicht?
Das ist alles Makrele. Ihr? Wie sieht's bei euch aus? Einen alten Mullet hier? Oh nee. Oh. Oh. Was ist jetzt? Oh. Alter, ihr wollt mich richtig verkacknussen. Geh weg. Ich hab dich schon mal besiegt, das weißt du. Aber auf jeden Fall ein Haufen Fische, den ich brauche. Sauerstoff gab's da auch. Sauerstoff bewahre ich mir mal immer noch auf. Wo sind all die Fische hin? Na hier, Barracuda haben wir gut gelevelt. Da gibt's noch was, was ich brauche. Hallihallo. Nehmen wir doch mit. Da sind noch mehr, aber da ist ein Fiesling. Ich muss aufhören, hier diese seltenen Seetang zum Kochen zu verwenden. Ich hoffe, dass das Gift einfach mal irgendwann wirkt. Alter, der hat jetzt 3 Schlafkanonen da gekriegt. Und er da hinten bereitet sich schon vor auf den tödlichen Stoß, ey. Warum sind die so gut geschützt? So, einmal Luft wieder voll tanken. Hiervon brauche ich noch welche. Muss ich echt die Harpune noch erweitern? Achso, habe ich schon. Egal, nehmen wir noch einen mehr mit. Coral Trout brauche ich noch. Wo finden wir die? Die müssen ja auch noch irgendwo hier sein. Vielleicht haben wir Glück, aber vielleicht haben wir auch schon alle gefressen.
noch Seepferdchen unten gehabt und so. So Kleinstlebewesen können wir natürlich auch immer keschern. Dann müssen wir noch die anderen Dinger finden. Hier gibt es noch Zutaten. Oh nein. Barracuda. Nee. Da oben. Hallo. So. Jetzt müssen wir nur noch den Reis irgendwie ziehen. Ihr Squidwards, Alter. Gattelfisch. So, nee, weißt du was, wir schwimmen einfach nach oben. Wir haben noch genug Sauerstoff. Wir schwimmen einfach hoch. Es gibt keine Gnade. Das war mir jetzt am wichtigsten, dass wir erstmal die Fischis irgendwie zusammenkriegen. Ich habe keine Lust jetzt, mich mit Haien auseinanderzusetzen. Moräne. Naja, komm, holen wir uns einen Pott. Ich weiß gar nicht, wie das mit Fischen ist, die nur nachts draußen sind. Können wir die auch in die Fischfarm bringen? Der Walschrei, Ellie anrufen. Warte, ich will erstmal zur Farm. Reis, in 2 Tagen. Okay. Nee, mit dir will ich jetzt nicht talken. Gehen wir eben in die Fischfarm und schauen mal, was da sich schon so... Alter! Okay. Wir lassen immer so, dass 2 übrig bleiben, ne? Das sind 6 Stück. Nee, doch, es sind 6. Jetzt will ich mir 5. So. Yellow Tang. Hier Stück können wir liefern. Hier können wir 3 liefern. Von ein. Es ist natürlich nicht so die Qualität, aber es geht hier nur darum, dass wir die dann, wenn wir die oben haben, können wir die updaten quasi.
Oh, hier die Barracudas, Junge. Können wir 3 Stück senden. Hier können wir 2 Stück zur Küche senden. Hier eine Makrele können wir eine senden. Okay, und das sind alles noch Eier. Die sind noch nicht... Okay. Das ist bis 50, bis 130. Und dann müssen wir immer weiter... Boat. Ellie anrufen müssen wir. Wo ist denn Call? Ellie. Was geht ab hier? Dicker Buckelwal oder was? Offspring, okay. Naja. Wenn ich irgendwo noch einen Jüngeren höre oder was, dann... Okay, jetzt mal eben gucken, was wir noch zu tun haben. Den Megamouth müssen wir finden. 150 bis 200 Meter Korallen suchen. Okay. Versuchen wir es mal, ne? Die Tranquilizer Gun ist kacke. Ja, die ist gut. Zum Glück habe ich die falsche genommen. Oh nein, ich wollte gar nicht die. Na egal. Warum ist hier auf einmal so eine hohe Fischpopulation? Naja, wir wollen auf die 150 jetzt erstmal runter. Nee. Gucken, was es hier so gibt. Nee. Nehmen wir uns noch Munition mit. Na toll. Da ist wieder hier Atze Rochen. Oh. Der braucht ein paar Stiche mehr. Kann ich den catchen? Nö. Au. 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 Jetzt habe ich ein Problem. Running out of air. Macht aber nichts. So. Ach, ich vergesse das immer auseinanderzubauen. Das geht ja auch. Oh.
Oh, da. Wie ging das nochmal? Okay. Was ist drin jetzt in der Höhle? Oh, ich kann ihn streicheln. Dann glaube ich ein bisschen Angst. Noch mehr streicheln. Jetzt aber komm. Ja. Okay, müssen wir ihn jetzt hochbringen? Hey. Oh nein, dann haut er wieder ab. Erledigen wir die Barracudas. Rettet den Wal. Na komm. Komm mit. Keiner mehr da. Wir haben alle besiegt. Oh Mann. Lionfish. Als hätte ich Angst vor euch, ey. Ihr seid die billigste Art von Fisch. Oh. Hat er wahrscheinlich weniger Bock mitzukommen, oder? Obwohl. Ah, Mist. Ey! Dann bleibt nichts anderes übrig, als den jetzt mit der Harpune anzugreifen. Warte, ich nehme den noch mit. Sieh zu, wie ich ihn ausnehme, deinen Feind. Komm, hier hat Mama Wal doch genug Platz eigentlich. Ja, genau.
Was ist das jetzt? Bam! Ach, Dave. Dave macht sich alle zu Freunden. Na, nu? So, okay. Gut, dass wir sie. Warum hat das der Meeresschützer nicht gesehen? Ja, nicht immer nur jagen, auch mal hilfreich sein. Ja, sind wir doch die ganze Zeit schon, was wir schon alles. Also, mehr Ökosystem retten kann man noch nicht. Wir haben die Unterwasserwelt Menschen gerettet. Das war eine Show, oder? Cool. Freuen sich, alle haben ihre Eier. Jetzt kommt er mit den Karten, oder was? Was will er denn jetzt? Die Vortex. Ja, ja. Gibt's auch noch einen Vortex? Stormy Night. Ready at Bancho Sushi. Leute, Bancho Sushi gibt's erst morgen. Wir müssen erstmal den Whirlpool finden in einer stürmischen Nacht und das machen wir wahrscheinlich jetzt gleich direkt, um weiterzukommen. Aber wir müssen den Trust with the Sea People auch noch machen, um weiterzukommen. Naja, es wird dramatisch. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, auf Wiedersehen, reingehauen und bleibt immer Dave.